Oder Mario Kart können wir auch. Oh! Das sind wir wieder. Mario Kart hätte ich mal. Nee, weil ich, also so weit möchte ich jetzt auch nicht mehr euch aufhalten und hier dabei sein. Ja, wir hatten uns sogar gedacht, wir machen jetzt die, das hier noch bis zur Gilde ungefähr, dann beenden wir den Part. Dann mache ich alleine wieder ein bisschen weiter. Vielleicht ist er dann mal wieder ein bisschen auf die Spielerei. Und dann überlegen wir gerade, was wir die ganze jetzt machen. Ich hatte so die Vorschlag Punch-Out, oder. Nee, müssen wir gucken, was wir machen. Vielleicht erfahre ich irgendwann, wer oder was ich bin, wenn ich bei diesem Pokémon bei Alba, also dann wissen wir vielleicht auch, was wir machen, also. Der Riesenstift steckt jetzt im Schinkis Auge. Naja, weil für uns ist noch kein Riesenstift, aber bei Captain Ethel haben wir es eingestellt. Ja. Ja? Wow, ja, ich weiß, das geht, ne? Wirklich? Ja, ja, das geht, ich weiß, Watson. Du willst mal ein Erkundungsziel. Alter! Moment, ich will mit keinem Erkundungsziel mit den Gründen. Ich wollte dir nur sagen, dass du einen riesigen Mauszeiger einstellen kannst. Wisst ihr, ich finde das so geil, dass wir so gut timen. Manchmal? Ja. Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch, dass du. Ja, ich würde da nicht nur abgeben. Also, wir schaffen das. Lass uns jetzt erstes die Knolle Luft gehen. Oh, ja. Als Lehrlinge anmelden. Das müssen wir jetzt trainieren, um mein erstklassiges Erkundungsteam zu werden. Juhu. Das Training wird mit Sicherheit sehr hart. Ach stimmt, da kann man ja erst den Teamnamen machen. Mhm. Lass uns unser Business geben, Sherlock. Oh. Diese ultimative Pose der Glückseligkeit, die kommt doch immer wieder. Und so kam es. Dass Watson und Sherlock. Das hört sich so geil an. Dass Watson und Sherlock ein Erkundungsteam gründeten. Und in England Haufen Verbrechen auflöseten, den einen zum Beispiel einen Mord. Ich glaube, sie haben sogar mal einen Raub aufgelöst. Ich weiß gerade nicht. Jetzt sollten wir mal Sherlock Holmes lesen, oder? Das ist der erste Schritt. Genau, wir sagen, das lesen wir den ersten Schritt. Das sieht man das. Abenteuer. Zu vielen fantastischen Abenteuern, die uns in diesem Buch erwarten, ne? Also, erwarten, ja. Das sieht geil aus. Ah. Verdammt, okay, das Spiel ist vorbei, tut mir leid, Leute. Ja, Credits. Für die Credits. Man sieht dich, den nächsten Projekt noch. Schau, Leute! Das war das kürzeste Projekt, was. Das war's und viel Spaß noch mit diesem Hintergrund. Muschi Musch. Schrecke! Ich hab ein Pie geschlagen. Geil. Kapitel 2, die neuen Gegenrekruten. Das tut man doch immer gerne, das Sprecher viel schlecht. Hier sieht nur Luftgede. Wer einen Erkundungsziel muss das Team hier registrieren lassen. Danach muss man trainieren, bis man zu einem erstklassigen Erkundungsteam geworden ist. Ich finde die Knuddel-Luft-Gede so geil. Oh je. Yeah. Ja, das ist an diesem Ort. Komm, ich finde es nicht. Naja, da ist ein riesiger Knuddel-Luft-Kopf, der uns anguckt. Gruselig. Ich, und ein. Und andere. Das ist ein Spürlicht. Wo? Da, ein ja, bei dem ja, Tiki-Stab da. Tiki. Dessen Fußabdruck. Sherlocks. Watsons. Watsons. Boah! Sie kennen meinen Namen. Nein, ich muss mich zusammenreißen. Pinkel. Ich hab Pinkel gerade auf dich treten. Ich darf Er darf austreten, wisst ihr? Er darf Scheiße austreten. Du hast jemanden mitgebracht, der Fremde soll seinen Fußabdruck zeigen. Los. Boah. Du bist wahrscheinlich gemeint, Sherlock. Du sollst deinen Fußabdruck zeigen. Ja, okay, von mir aus. Das ist ein Gitter über dem Loch, was man ist. Man kann offensichtlich nicht durchweinen. Trotzdem sehr seltsam. Ich dachte immer, das wäre so eine Art Fallgrube. Von da aus geht es nicht nur Luftbilder, aber. Dachtest du? Ja, dachte ich immer als erstes, als ich diesen Screenshot gesehen habe. Hey, du Fremder! Stell dich auf das Gitter! Verdammt, Sonntag! Pokémon Deck. So schlau. Wer ist ein Fußabdruck? Sherlock. Fußabdruck ist von. Was ist los? Wache, was ist los? Wachposten, Dickstar. Ich hab keinen Plan, was das für ein Pokémon sein soll. Hat die denn nicht das im Pokémon? Oh mein Gott! Ja, so ein Mini-Vieh. Der Fußabdruck ist. Vielleicht ist er von Shiggy? Vielleicht von Shiggy. Was? Vielleicht? Aber so ein Fußabdruck, die den. Für gewöhnlich nicht. Stell dir mal vor, da würde da kein Fußabdruck draufstehen. Also, dieser Fußabdruck ist von. Eventuell von einem Darkrai. Wieso eventuell? Naja, ich kann ihn nicht genau sehen. Ach, war eine Ausrede. Der Fußabdruck von Besuchern zu bestimmen. Das ist doch dein Job, Dickter! Oder nicht? Es gab auch im ersten Teil einen Dickter. Ja, aber. Wir haben herausgefunden, dass Dickter Füße haben. Ja, aber wenn ich einen Fußabdruck nicht kenne, kenne ich ihn nicht. Ja, das ist klar. Was soll man machen, wenn Dick denn nicht in den Luftbilder eintreten will? Naja, was soll man machen? Wusch. Was? Streiten Sie jetzt? Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Und es stimmt schon mal, sieht in diesem Gegend kein Schicki. Aber du scheinst nicht böse zu sein. Okay, das reicht.
eintreten. Darkrai, los, geh rein. Los, los, Zorak! Töte alle! Los! Oh Mann. Aber wir brauchen das hier eigentlich in einen Luft. Yeah, komm, lass uns die Knuffgilde auslöschen. Mein Herz klopft mit mir bis zum Hals. Okay, gehen wir rein. Yeah, auslöschen, pur. Oh, oh mein Gott. Das ist eine Luke. Das ist eine Leiter. Und die rennen einfach gegen die Leiter und sind noch immer drin. Das Lied ist geil. Schwalbus. Anderes. So viele Pokémon, ob sie wohl alle zum Erkundungsteam gehören? Verteuung. Blau oder geil, stimmt nicht. Der ist der. Der ist der Blau, oder? Mhm. Ja. Der ist gerade reingekommen, ja? Genau. Ich heiße Blau oder geil. Ach nee. Ja. Ich würde dir keine den einen Namen geben. Also, ja, wie heiße ich? Käsegut. Käsegut. Wie heiße ich? Penis. Wie heiße ich? Vögelchen 2. Wie heiße ich? Eichel. Eichel, ja. Ich bin der Rechthand von Gildenmeister, also doch Stellvertreter. Ja, mein ich ja. Und nun, Kusch, verlass unsere Gilde. Wir haben keinen Stellvertreter und Albert Rumpfang. Nein! Watson, ich sag doch, das war keine gute Idee. das ist nicht der Grund, warum wir jetzt nicht. Wir wollen ein Erkundungsring gründen. Deswegen sind wir hier, wir wollen als Erkundungsring trainiert oder so. Oh mein Gott. Da oben ist ein Vita Sound. Wo? Vita? Mein ich doch. Aber wie doch geil wäre, dass wir wieder sagen. Na geil, na du, da soll ich ein Team beitreten. Wie geht das? Schon nicht da. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie hart das Training ist. Der nicht trennen wollen durch. Lest du mal. Die wegen des harten Trainings davonlaufen, ist der beste Beweis. Verzeihung, aber ist das Training für Erkundungsteam so anstrengend, ja. Was? Ja, nein, garantiert nicht Watson. Nicht im geringsten. Man muss nur 24 Stunden am Tag schupfen, dann kann man sich für 10 Sekunden ausruhen und dann muss man die nächsten 24 Stunden. Juroflo bleibt 25 Stunden am Tag wach. Das ist ein neues Kanal. Geil. Ja, tja. Ja, manche können das. Ich wünsche, ihr hättet gleich gesagt, dass ihr in der Kundungsteam drin wollt. Eigentlich solltest du doch lesen. Der plötzlich ein Selbstwandel, nicht wahr? Okay, lasst uns euer Team sofort einschreiben. Folgt mir. Der hüpft aus seinem Arsch in Ort. Ja, das ist toll. Da ist Puppi, Ey, du solltest lieber mal. Billy Bunke hieß der Typ. Zur Anmeldung bitte hier entlang. Komm bitte. Mit. Ja, jetzt kommt er. So, du willst den nennen. Wow, das sind die zweite Unkrieg und man kann trotzdem nach draußen sehen. Kein Wunder, wenn es in einem Berg ist. Die Gilde ist dann in der Seite einer Klippe. Genau, Watson. Du bist so gut. Ja, wahrscheinlich kann man das offen sehen. So. Seht ihr, Leute? Watson ist doch schlau. Nachdem wir vor der Kammer des Gildenmeisters Knuddelo. Seid auf keinen Fall, ich wiederhole, auf keinen Fall dem Gildenmeister Knuddelo gegenüber Respekt. Ach, das ist mir ein Blaustein, naja. Gildenmeister Knuddelo. Hier ist Plaudergeil. Komm mal rein. So, jetzt will ich Knuddelo lesen. Gildenmeister Knuddelo! Ich bringe zwei Punkte, die Lehrlinge in unserer Gilde werden möchten. Gildenmeister Knuddelo! Gildenmeister Knuddelo! Oh, Hallöchen! Ich bin Knuddelo! Er sieht genauso psycho aus wie im ersten Teil. Ich bin der Meister der Gilde! Er sieht echt so psycho aus wie auch im ersten Teil schon. Ihr wollt ein Erkundungsteam gründen? Na dann, auf geht's! Eigentlich wollte ich nur Watson, aber gut. Als erstes müssen wir den Namen eures Erkundungsteams registrieren. Der Name des Teams lautet... Oh, der Name unseres Teams, daran haben wir doch gar nicht gedacht. Watson ist dumm. Was? Welchen Namen würdest du denn gut finden, Sherlock? Wir haben zu Dunkelheit angeboten. So, überlegen wir mal. Ich könnte ja unser Überleben nennen. Nein. Ich guck mal, wie es aussehen würde. Forschungsmaterial und rostiges Zeug. Rostiges Zeug. Alias Fuchs. Fuchs. Entweder nehmen wir diesen Teamnamen oder wir nehmen den. Ich
Das Einzige mehr fordert so hohe Konzentration, dass man nicht reden. Excalibur. Ach nee, mein Excalibur. Es ist ein männliches Excalibur. Excalibur. Da oben ist eine Tasche. Ey, Mann. Oh. Team Excalibur. Team Excalibur. Ja, das ist ein guter Name. Wenn man bedenkt, dass Excalibur was gegen Watson hat. Ja, was so trennen wir das? Dann helfen wir das. Ich registriere euer Team. Euer Team unter dem Namen Excalibur. In the United Kingdom. Registriere. Wow, du will looking for Team. Alles registriert. Aha. Luffy! Hat glaube ich auch im ersten Teil. Warte mal, was war der im ersten Teil? Luffy! Hat er die Bank geleitet? Luffy! Nee, was hat er im ersten Teil gemacht? Ja, halt die Fresse! Glückwunsch! Was hat er im ersten Teil gemacht? Heute seid ihr offiziell ein Erkundungsteam. Ach ja, genau, im ersten Teil. Ich kann euch mal sagen, was im ersten Teil war. Warte mal ganz kurz. Zu diesem Anlass überreiche ich euch dies hier. Im ersten Teil hat er uns Partnerverstecke gegeben, also wo die Partner sich aufhalten, die man noch bekommt. Na, ich glaube, das ist theoretisch wirklich auch die Knuddelungsrede hier. Ey, du solltest lesen. Jedes Erkundungsteam braucht eine. Schnell, mach das auf! Du nicht der andere Pokémon. Oh, Watson. Watson! Pokémon Erkundungsteam Kit. Daran sind ein Erkundungsteam. Eine Wunderkarte. Ein Schatzbeutel. Hey, da sind lauter tolle Items drin. Ja, sind ja auch so toll. Ja, was bringt uns das, wenn wir kein Platinum-Orb oder Adamant-Orb oder vielleicht sogar noch... Das ist euer Erkunder-Orb. Ein Weiß-Orb. Ich wollte lesen. Und diese Wunderkarte ist einfach wunderbar praktisch. Dann ist dann noch der Schatzbeutel. Darin bewahrt ihr auch, was ihr im Dungeon findet. Wenn ihr jetzt Erkundungsthema erfolgt habt, könnt ihr einfach Fassungsvermögen eures Schatzbeutels vergrößern. Und es ist einfach ein wundervoller Beutel. Beutel! Werft doch mal einen Blick in euren Schatzbeutel. Beutel! Watson! Werft einen Blick in den Schatzbeutel. Wieso tut er das immer? Es ist ein Zinkband drin. Es ist ein Silberband da drin. Es ist Ganondorf Zinken drin, wisst ihr? Das sind zwei besondere Items, Ganondorf Zinken und das Trinken. Die werden euch auf euren Abenteuern sicher von Nutzen sein. Note. Nein! Danke! Das war gar nicht so gut. Tag und hier, Anno, kipp dir mal so einen Stuhl. Wir werden unser Bestes geben. Yeah. Aber im Moment seid ihr nur Lehrlinge. Gebt euer Bestes und trainiert. Das werden wir nicht tun. Wir werden Excalibur verraten. Stopp. Lass uns immer unser Bestes geben, Watson. Das ist aber Sherlock. Das schicke ich Sherlock, yeah. Sagt es zu Watson. Also ich habe Watson gemeint. Nicht Watson hat mich gemeint. Ey, du musst lesen. Oh, shit. Das habe ich selber nicht gelesen. Super, wir bekommen Betten. Hier werdet ihr wohnen, solange ihr für uns arbeitet. Ab morgen werdet ihr alle Hände voll zu tun, nehmt ihr Arschgesichter. Steht früh auf, fangt an, putzt eure Zähne, geht kacken, scheißt bevor ihr fertig seid. Bleibt nicht lange auf. Geht heute früh ins Bett. Das ist alles. Seht ihr, Leute, so nett ist der Typ doch. Und dann ist das, glaube ich, das nur Look in den Speicherpunkt und dann hören wir auf, Leute, würde ich sagen, oder? Ja. Dann zocken wir noch eine Stunde Mario Kart und über Glücklich. Oh, du bist noch wach, schön. Herzrasen. Du musst selber vorlesen. Dass ich mich endlich hergetraut habe. Ich habe mir Nudelup voll gruselig vorgestellt. Er ist gruselig. Aber er scheint sehr freundlich zu sein. Ab morgen kommt so einiges auf uns zu, aber ich habe kaum Angst. Im Gegenteil, ich bin total gespannt auf neue Abenteuer. Watson sagt! Langsam werde ich müde. Watson sagt weiter! Geben wir morgen unser Allerbestes. Okay? Sherlock sagt! Gute Nein, Nacht. Watson sagt! Ich interpretiere so. Auf einmal bin ich Lehrling in der Gilde. Ich muss zugeben, dass es ziemlich aufregend ist, in einem Erkundungsteam zu sein. Aber ich muss auch zugeben, dass es unerwartet kam. Wird man Ende von Pokémon Mystery wieder nicht ein einziger normal? Kann ich ja gleich mal sehen. Oh, ich habe viel Spaß mit Watson! Aber noch wichtiger ist, wer bin ich? Wie bin ich zu einem Pokémon geworden? Wieso lag ich bewusstlos am Strand, wo Haufen Krabben ich mich vollgeschissen haben? Ah, shit! Ja, es bringt jetzt nichts, darüber nachzudenken. Ich konzentriere mich besser auf die Arbeit. Wenn ich das tue, sollte ich alles irgendwann aufklären. Fuck!
Was denn? Der Bildschirm ist schwarz! Mit der Zeit komme ich den Ding hier. Ich hab den Grund. Ja, ich weiß. Puh. Ja, ich will es immer noch speichern. Gut, dann können wir aufhören. Ja, ciao Leute. Nein, noch nicht. Wir müssen gucken, ob das Speichern funktioniert. Du musst Enter drücken. Trotzdem, ciao Leute. Nein, noch nicht. Wir wollen gucken. Wir wollen sie teilhaben lassen, ob es. Das sagst du auch immer. Naja, spiel dann ab, indem du dich in dein Bett begibst. Du willst deinen Spielstand feiern, geh einfach zu deinem Bett. Ja, Leute, ich würde einfach sagen. Ciao. Ja, ciao.